Hallo und herzlich willkommen hier zur 10. Folge der Women's Euros England 2022 Sticker Album Edition. Und in dieser Folge öffnen wir unsere allerletzten 6 Tütchen aus dem großen Display und schauen, ob wir das Album voll bekommen. Ich glaube, alleine rechnerisch ist es nicht möglich, weil wir mehr offene Plätze haben als hier Sticker. Aber wir versuchen trotzdem so viele wie möglich einzukleben. Ihr könnt ja gerne jetzt in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr denkt. Wie viele Doppelte werden wir haben? Ob es mehr oder weniger als 5 Doppelte sind? Ich persönlich glaube ja daran, dass es weniger als 5 sein werden. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, wir öffnen hier, wir starten erstmal mit dem Öffnen und kleben danach ein. Und beim Einkleben müssen wir natürlich noch über das Finale reden, der Europameisterschaft vom 1. FC Köln hier direkt Rinas. Lauren Hemp von Manchester City, vom Europameister. Jetzt ist es ja soweit, jetzt können wir es auch sagen offiziell. Leider Gottes müssen wir es bei England erwähnen, aber da gehen wir gleich drauf ein. Nochmal Holland, Veendahl, Galli von Italien, nochmal Dänemark, Dänemark hatten wir noch gar nicht, Island, Sigurðardóttir und Laura Deneve von Belgien. Ich weiß gerade auch gar nicht, welche Mannschaften wir noch was brauchen. Wir haben ja 2 Teams, schon etwas länger her, dass ich hier die Öffnungsphase eingeklebt habe. Nochmal überlegen, ich glaube 2 Teams hatten wir, die wir schon voll hatten. Ich glaube Frankreich. War Frankreich jetzt voll? Ich glaube schon Frankreich und Norwegen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Von daher können wir von denen am besten nichts ziehen. Nadia Nadim, Dänemark, die Schweiz, das hatten wir schon mal. Larsen, auch Dänemark. Oh, Linda Dahlmann hier nochmal für Deutschland, sehr schön. Italia und Nordirland. Dann waren es noch 2 Tütchen. So. Ich glaube, die Städte, da haben wir schon alle. Das heißt, einen Doppelten haben wir schon mal. Das ist nicht gut. Packen wir ja auch mal weg. Dann haben wir hier Meta Jensen. Sweden. Haben wir noch gar nicht. Und Euro. Ich glaube, die Euro haben wir auch schon. Das wäre schon der 2. Doppelte. Uiuiui. Vielleicht doch nicht so viel zum Einkleben. Justine von Hevermort. Nochmal Italien. Italien auch einige. Ich glaube, so viele brauchen wir doch gar nicht bei Italien. Nilla Fischer von Sweden und Agla Maria Albertsdottir von Island. Island auch viele. Gut, dann haben wir die soweit ausgepackt oder würde ich sagen, kleben wir ein. So, da gehen wir rein. Logo haben wir schon, wie erwartet. Milton Keynes, Nummer 9. Da haben wir auch schon. Schade. Teams fehlt uns nur eins und das ist glücklicherweise Norwegen und die haben wir auch gezogen. Schieben wir einmal hier rüber, dann sehen wir das auch. So, wunderbar, dann haben wir auch jetzt alle Teams fertig. Ist das auch schon mal erledigt. So, kommen wir zum Europameister England und da sind genau die 2, die uns fehlten. Super. Also, ne, das Finale, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich hoffe. Einschaltquoten waren super. Ich glaube 18 Millionen in Deutschland. Überragende Quoten. Aber leider sollte es nicht sein. Die Deutschen haben hart gekämpft. Waren dann auch in der 2. Halbzeit, wie ich fand, besser. Und haben es dann ja auch mit dem Ausgleich geschafft. Haben aber dann halt nicht mehr hinbekommen, noch in der 2. Halbzeit den Siegtreffer zu machen. Oh, hier fehlt uns die Barbara Dunstfee. Schade. Das war der Knackpunkt, weil hätten sie da noch einen Treffer gemacht, dann hätten sie gewonnen. Und in der Verlängerung, ja, da konnten die Engländer nochmal neu Mut fassen, nochmal neue Energie. Die 2. Luft kam dann nochmal von den Fans angefeuert. Natürlich alles so
Sachen, die mit reinspielen, die dafür dann sorgen, dass man die paar Meter vielleicht mehr macht oder der eine Schritt schneller geht, ein bisschen konzentrierter ist. Das sind halt im Fußball immer Nuancen, das hat man da halt gesehen. Schade. Wirklich schade, aber eine absolute Top-Leistung der Deutschen, muss man auf jeden Fall sagen, dass sie überhaupt ins Finale gekommen sind. Ich glaube, vor der EM gehörten sie nicht unbedingt zu den Top-Favoriten. Klar, Deutschland darf sie nie abschreiben, aber es gab so andere Mannschaften wie Spanien, Holland, die vielleicht etwas, jawohl, Deutschland ist jetzt auch voll, favorisierter waren. Ganz klar, noch ein anderer Knackpunkt war natürlich die Verletzung von Alex Popp, die gute. Extrem bitter. Ich glaube, wäre sie dabei gewesen, wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Nicht mal unbedingt dadurch, dass sie so viel bessere Fußballerin ist vielleicht als andere, als die Ersatz sozusagen. Haben wir die dann 141? Wehe. Oder habe ich mich wieder falsch geklebt? Da haben wir das. Gut, das Doppelte. Die dritte Doppelte. Alleine einfach durch ihre Präsenz. Und ja, die Engländer wissen dann natürlich im Kopf, okay, da ist eine, die hat in jedem Spiel getroffen, die ist immer gut für ein Tor. Und das hat einfach eine andere Ausstrahlung. Und genau das Gegenteil ist jetzt natürlich passiert. Die waren natürlich super happy, dass die Pop jetzt nicht dabei ist und haben natürlich dadurch nochmal einen riesen Motivationsschub bekommen, weil sie wussten, okay, die vermeintlich stärkste Spielerin im deutschen Team ist nicht dabei. Das ist unsere Riesenchance, jetzt hier zu Hause den Cup nach Hause zu holen. Und ja, letzten Endes haben sie es geschafft. Es war eine knappe Nummer. Ich glaube, die waren selber noch sehr, sehr am Zittern, als der Ausgleich dann gefallen ist. Ah, Kulka fehlt uns, schade. Aber letzten Endes muss man dann sagen, haben sie es in der Verlängerung verdient. Und ja, da hat man aber auch am Ende gesehen, die letzten 6 Minuten. Klar, kann man darüber streiten, Fair Play, nicht Fair Play, muss sowas sein. Sich so lange hinten reinzustellen in die, oder vorne reinzustellen an die Eckfahne und auf Zeit zu spielen, ist natürlich immer so eine Sache. Aber man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, die Deutschen hätten das auch nicht anders gemacht. Das ging. Vielleicht hätten sie es vielleicht nicht so extrem gemacht und schon so früh. Aber es ging letztendlich um den Europameistertitel und gerade zu Hause. Und na, das war das Allerwichtigste, die Zeit irgendwie rüberzubringen und kein Gegentor mehr zu lassen. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, das größte Problem war ja, dass es halt funktioniert hat. Die Deutschen waren einfach so emotional aufgewühlt durch diese Aktion, dass die keinen klaren Kopf mehr hatten, nicht mehr frei im Kopf waren. Und wenn sie da mal an den Ball kamen, in der Ecke, einfach unkontrolliert irgendwie nach vorne gedrescht, anstatt irgendwie mal hinten rumzuspielen, zum Torwart neu aufzubauen, langsam wieder aufzubauen, wieder klaren Kopf, einfach unkontrolliert nach vorne, wo gefühlt 7 Engländerinnen und 2 Deutsche oder 3 Deutsche waren. Ja, der Ball kam dann natürlich wieder postwendend wieder dahin, wo der herkam, ab wieder in die Ecke und dann gab es wieder dieses Spielchen. Und ja, da haben sie sich leider selber auch ins eigene Bein geschossen, dass sie da natürlich von den Emotionen übermannt wurden und einfach der klare Kopf da fehlt, um die Situation da vernünftig frei zu spielen. Natürlich kann man sagen, ja, die in der Männerfußballliga sind natürlich die Schiedsrichter dann auch bedacht, dann zwischendurch da mal bei so einer Aktion auch mal irgendwie Freistoß zu pfeifen dann für die andere Mannschaft, damit sie an den Ball kommen, weil der Gegner dann irgendwie absperrt oder weiß der Geier was. Oder Einwurf doch dann für die Deutschen zu geben, obwohl der vielleicht gar nicht zum Schluss am Ball war. Aber das Glück hatten sie halt nicht. Beziehungsweise, ja. Die doppelt und nein, Galli haben wir auch bestimmt doppelt. Ja, Nummer 5, damit haben wir schon mal 5 Doppelte. Oje, oje. Ja, und so muss man ja letzten Endes sagen, England hat es sich verdient, auch wenn es am Ende nicht so schön war, aber trotzdem, wenn man sich die ganze EM anguckt,
wie sie Übergaben gespielt haben, teilweise die Gegner an die Wand gespielt haben, mit was für einer Euphorie, mit was für einer Freude die in die Spiele gegangen sind. Das war halt schon krass. Und von daher, ich finde es jetzt natürlich schade, dass die Deutschen es nicht geschafft haben, aber ich finde es halt auch okay. Ich gönne es halt den Engländerinnen zu Hause, den allerersten Titel zu holen. Ich glaube, das war der allererste Titel überhaupt. Und das dann auch noch zu Hause. Das ist dann halt schon was Besonderes und schon ganz schön. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Dieses Turnier auf den Frauenfußball. Ob das nachhaltig wirklich irgendwas gebracht hat. Ob vielleicht doch mehr Leute jetzt vielleicht Frauenfußball schauen. Wobei, ja, ganz klar das Problem ist, soweit ich weiß, gibt es keine Spiele davon im Free-TV. Die Bundesliga wird auf Magenta-TV gezeigt. Ich glaube, die Champions League und sowas auch. Oder vielleicht erst gegen Schluss, Halbfinale oder sowas vielleicht mal auf den öffentlichen Kanälen, also ARD, ZDF. Und ja, da sieht man dann schon das Problem, weil es wird keiner, falls er nicht schon das Magenta TV zum Beispiel hat, wird sich halt keiner extra nur für die Frauenfußball oder ja, vielleicht nicht keiner, wenige, ich bin am überlegen, aber auch weil es Magenta TV unter anderem die dritte Liga dabei hat, die auch einigermaßen interessant ist und vor allem auch Basketball inbegriffen ist, die Basketball-Bundesliga. Und da bin ich schon am überlegen, ob ich für 5 Euro im Monat als Telekom-Kunde das vielleicht doch nicht ausnutze. Ja, muss man mal schauen. Aber letzten Endes glaube ich halt, dass das mit das Problem sein wird, dass zu wenig dann berichtet wird über den Frauenfußball, zu schnell wieder aus den Köpfen der Leute sein wird. Und obwohl es ja gezeigt hat vom Spielerischen her und vom Entertainment-Faktor, ist das gar nicht so schlecht. Natürlich wird das Niveau in der Bundesliga nochmal ein bisschen anders sein als international, wo wirklich von überall die besten Spielerinnen sozusagen für ihre Nation spielen. Und ja, von daher schauen wir mal. Ich glaube, leider wird sich da nicht so viel tun, was das angeht. Aber das hängt meiner Meinung nach an der Struktur zusammen. Da müsste man das viel anders fördern, viel mehr öffentlich zeigen. So ähnlich wie es Sat.1 mit der NFL gemacht hat, RAN NFL. Viel mehr die Zuschauer einbinden, öffentlich zugänglich machen, ohne dass man dafür extra zahlen muss. Und ja, das ist aber aktuell nicht möglich. Von daher sehe ich leider keine gute Zukunft. Vielleicht das nächste, ich glaube das nächste Turnier, das wird dann von vornherein wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die Leute dann sagen, ach ja, stimmt, das letzte Turnier war ja so nice mit der Europameisterschaft. Ach, wie ist denn das da jetzt? Wer spielt denn da noch von früher? Ich kenne da ja noch die ein oder andere. Und da ja die WM, ich glaube, weil eigentlich sollte ja die EM auch vor einem Jahr stattfinden, glaube ich, dass die WM vielleicht auch nächstes Jahr schon stattfindet und nicht in 2 Jahren. Da ist natürlich zeitlich nicht so viel Zeit dazwischen, dass die Leute sich natürlich dann noch dran erinnern und viele Spielerinnen auch noch mit dabei sind. Und ja, so viel zum Thema Frauenfußball. Könnt ihr gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Und zum Abschluss hier von Folge 10 würde ich sagen, gehen wir einmal durch, wie viele Sticker uns noch insgesamt fehlen. Und diese werde ich versuchen zu ertauschen, beziehungsweise kauft die mir nach, weil es halt keinen Sinn macht, dafür jetzt noch Tütchen zu öffnen für die paar. Da muss man halt auch richtig Glück haben, genau die zu ziehen. Und ja, gehen wir mal durch. Nummer 1. Ich würde sagen, so um die 10, will ich jetzt spontan sagen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts übersehe. Auch voll, sieht gut aus, bislang nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, voll, auch voll, oh, sieht gut aus, sieht gut aus, 6 Stück fehlen uns nur, das ist natürlich mega nice, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie ich die bekomme. Mal schauen, ob ich die ertauschen kann, ob jemand genau die 6 hat. Oder ansonsten
Werde ich die mehr kaufen. Das Ganze wird es aber dann nochmal in einem schönen, kleinen, knackigen Video geben. Folge 11 wird auf jeden Fall kommen, wo ich die letzten Sticker dann einklebe und wir das Album fertig machen und das Collect to Glory hier abschließen. Und ja, wann es sein wird, wird auf jeden Fall ein paar Tage dauern. Und würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin und tschüss.